Ich spreche zu Ihnen aus Sao Paulo, der ersten Station unserer einwöchigen Reise durch die Mercosur-Staaten. Es geht in Brasilien darum, dass wir erkennen können, welche Spezifitäten diese Volkswirtschaft bestimmt, damit wir lernen können, wieso die Brasilianer Forderungen an uns stellen, wenn wir einen Freihandelsvertrag abschließen wollen. Und umgekehrt natürlich wollen wir erkennen, welches unsere Chancen sind. Und das, um das geht es vor allem. Es sind mit mir die Landwirtschaftsvertreter in beachtlicher Zahl. Ich freue mich sehr darüber. Es sind mit mir die Parlamentarier, auch 10, die sich entschieden haben, mitzureisen. Es sind mit mir die Wirtschaftsvertreter von kleinen Unternehmungen bis Großindustrie. Und es sind mit mir die Wissenschaftler. Also wir haben einen 50-köpfigen Querschnitt durch unsere Gesellschaft, Spezialisten allesamt hier mit auf Reisen, die dann mithelfen, die Verhandlungen zu führen, respektive die Hintergrundargumente bereitzustellen. Hochinteressante erste Begegnungen, ein sehr guter Einstieg in unsere Woche. Ich freue mich sehr auf das, was kommt, und bin ganz zufrieden mit dem ersten Tag hier in Sao Paulo.